heute wieder ein neues Video für euch und vielleicht kann man es mir ansehen. Ich bin durchgängig in Halloween-Fieber. Ich bekomme einen neuen Mitbewohner. Jemanden, wie kann man das beschreiben? Weißt du, wie alt sie ist? Schwer zu schätzen. Und sie wird nicht so viel im Haushalt mithelfen oder so. Aber sie wird für die ganze Halloween-Zeit bei dir wohnen. Und dann so am 1. November zieht sie wieder aus? Vielleicht darf sie auch bis zum 4. November noch bleiben, aber dann zieht sie langsam wieder aus, ja? Ist es komisch, dass ich mich jetzt schon drauf freue, wenn sie wieder auszieht? Das finde ich gar nicht nett von dir. Wenn sie das hört, würde ich lieber aufpassen an deiner Stelle, denn sie ist ein bisschen rachesüchtig. Oh mein Gott. Ich würde euch empfehlen, nur nette Kommentare zu schreiben, denn sie wird es lesen. Sie kann lesen? Sie kann alles. Vielleicht will ich zumal erst sagen, wie sie heißt. Annafred. Annefried. Annefried. Ach ja, und wie ich sie übrigens kennengelernt habe, übers Internet. Es war Nacht. Mir war langweilig und dann habe ich halt einfach mal so ein bisschen durchs Internet gescrollt. Es ist gerade mitten in der Nacht und ich habe etwas im Internet entdeckt, wo ich auf eine ziemlich verrückte Idee gekommen bin. Und dann sah ich sie. Annefried. Ihr nettes Lächeln. Sie hat einen sehr besonderen Gesichtsausdruck. Bei jemanden bestellen? Es ist so spooky. Vielleicht eine dumme Idee. Vielleicht werde ich es morgen schon wieder bereuen. Ich bestelle das jetzt. Ich habe entschieden, in den Warenkorb zur Kasse. Ich tue es einfach. Jetzt holen wir sie. Die Leute sind schon ganz aufgeregt. Lasst schon mal jetzt einen Daumen nach oben da und schreckt euch nicht. Oh, übrigens, abonniert unbedingt unseren Kanal, wenn ihr noch mehr Halloween-Videos sehen wollt. Wir sind in ganz großer Halloween-Stimmung und haben mega Lust drauf. Da ist sie ja schon. Hallo. Hallo, Annefred. Komm rein. Die sieht ja noch schlimmer aus als auf den Bildern im Internet. Darf ich vorstellen? Annefred, ihr Gesichtsausdruck brennt sich tief ein. Und jetzt ist sie hier. Vor 2 Tagen stand sie vor der Tür. In einem Karton. Von der Post. Annefred kann auch etwas. Sag mal, siehst du sie gerade aus? Sie will das so. Wenn man hier hinten nämlich Batterien reingibt. Oh cool, hier sind sogar schon Batterien drin. Und dann schaltet man sie ein. Nein, ich mach's wieder aus. Stopp! Ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann. Die Augen leuchten. Lass uns ein Spiel spielen mit Leben und Tod. Sie hat gesagt, es ist großartig, wie super es ist, deine Arme zu brechen. Willst du es sehen? Und dann hat sie noch gesagt, ich weiß, wo alle Messer sind und sie sind scharf. Man kann auch, das ist eine super Funktion. Und ihre Schleife geht auf. Auch Annefred hätte sich schon ein bisschen schick machen können. Sie hat auch noch die Funktion Sensor. Und hier vorne ist durch der Sensor, das schwarze Pünktchen, oder? Und wenn man dann nicht ahnt, an ihr vorbeiläuft, fängt sie einfach an zu reden. Wisst ihr, ich finde es ganz beruhigend, dass ich heute Abend einfach wieder nach Hause gehen kann und Vicky allein mit Annefred hier bleibt. Vielleicht komme ich auch nie wieder. Erst wieder nach Halloween. Ich weiß nicht. Psst, Annefred und ich haben was vor. Sarina ist gerade am Klo und ich werde sie jetzt erschrecken. Mann, bist du bescheuert? Annefred ist bescheuert. Sie wollte ein Spiel mit dir spielen. Hey, zeig mal meine schöne Klo-Deko. Weil wir schon dabei sind. Ich habe Halloween-Klo-Deko. Wie findet ihr? Das hat Sarina dekoriert. Okay, das gibt Rache. Komm mit, du ekliges Ding. Also Bett machen hätte sie auch mal können. Gute Nacht. Weißt du, wo Annefred ist? Manfred? Annefred! Du hast Annefred! Sag mir nicht, dass du nicht weißt, wo sie hin ist! Hast du sie versteckt? Du! Hä, wo ist denn Annefred jetzt? Hast du sie versteckt? Nein, such halt mal genauer! Du hast sie versteckt. Ich habe gerade schon in jedem Zimmer geguckt. Aber nicht genau genug. Hast du sie in einen Schrank gestellt? Ich krieg einen Herzinfarkt, wenn sie da einfach rauskommt. Annefred! Annefred, wo bist du? Wo steckt denn Annefred? Hallo, Annefred? Bist du hier? Wo bist du? Annefred! Oh, dieses Ding hier kann man aufmachen. Ich habe es noch nie aufgemacht, aber mal gucken, ob sie da drin ist. Ich habe ein bisschen Angst. Der Sarg ist leer. Aber es wäre ein guter Platz für Annefred. Das Jahr über. Huhu.
Das ist mir ziemlich egal, ob du Annefrid versteckt hast oder nicht. Ich habe nämlich noch jemanden. Annefrids kleine Schwester. Warte hier, ich hole sie. Sie wartet unten. Wie, sie hat noch jemanden? Sie heißt Annabelle. Annabelle? Ich höre rascheln. Annabelle, mal gucken, was Sarina zu ihr sagt. Sarina, ich muss dir Annabelle vorstellen. Nein, was ist das? Du bist so eklig. Die schenke ich dir, die ist für dich, die darfst du mit nach Hause nehmen. Süß. Wieso hat das Ding keine Augen? Sie ist wütend. Hey, was sagt sie? Sie ist runtergefallen, deshalb ist sie wütend? Ja, du hast sie runtergeschmissen. Ist doch süß. Ich finde, die passt hier gut her. Sie heißt übrigens Annabelle. Habe ich schon gesagt? Habe ich gehört. Habt ihr schon unser neues Buch, das etwas andere Tagebuch, in einer Buchhandlung entdeckt? Wenn nicht, dann unbedingt vorbeischauen. Ihr findet es in jeder Buchhandlung oder klickt euch in die Infobox. Dort findet ihr einen Link. Dann könnt ihr es direkt bestellen und ihr seht auch ein paar Innenseiten. Wie gefällt's euch? Da hat sie sich versteckt. Ach, Annefrid, bist du müde oder was? Komm, komm wieder mit. Wir gehen zu deiner Schwester. Okay, kleine Annefrid. Was willst du denn essen? Wir müssen sie bei Laune halten. Wir müssen immer gucken, dass es ihr gut geht und sie glücklich ist. Dann mag sie uns und sie tut uns nichts. Annefrid, was willst du essen? Schokolade oder Pommes? Wir müssen auf ihre Augen gucken. Vielleicht verändern sie sich. Okay. Gummibärchen. Pizza? Wer mag keine Pizza? Schokolade? Ja! Sie will Schokolade. Annefrid, ich glaube, mit dir findet Vicky einen Traumjob. Puppenspieler. Okay. Vicky, wir sollen die Süßigkeiten-Schublade nicht mehr so oft zeigen. Warum? Dann bekommen wir mal alle Lust auf Schokolade. Ja, aber Annefrid hat jetzt Lust auf Schokolade. Sie bekommt von mir ein Snickers Crisp. Das passt nicht in den Mund. Jetzt sind ihre Zähne voller Schokolade. Ja, jetzt müssen wir Zähne putzen. Stell dir vor, sie beißt dich jetzt. Es ist Zeit, jemanden zu grüßen. Fiona Stegmann. Ich liebe euch so sehr und würde mich echt freuen, wenn ihr mich grüßen könntet. Ich wurde noch nie gegrüßt. Hashtag WikiSarinaFam. Na dann grüßen wir dich ganz lieb. Und ihr wisst ja, wenn ihr zu eurem Kommentar den Hashtag WikiSarinaFam macht, dann werdet ihr vielleicht im nächsten Video gegrüßt. Lust auf einen Ausflug? Die Hunde haben sich schon an sie gewöhnt. Na dann, wollen wir los, oder? Billy freut sich sogar. Annefrid erkundet die Welt. Annefrid sitzt in der Mitte. Ich glaube, ich bekomme Angst, wenn ich in den Rückspiegel gucke. Safety first. Gute Fahrt. Viel Spaß. Unter diesen Umständen passt unser Zombie-Schild ziemlich gut. Zombies only. Und das ist einfach mal meine Aussicht in den Rückspiegel. Und los geht die Fahrt. Annefrid und ich kochen Mittagessen. Es gibt heute was extra Gesundes. Hirseauflauf. Mit Käse überbacken, damit es auch lecker schmeckt. Das stinkt. Du darfst auch mit uns am Esstisch sitzen, Annefrid. Wisst ihr was? Ich habe mich schon an sie gewöhnt. Sie darf jetzt mit mir auf der Couch sitzen. Ich schlage mal vor, wir gucken jetzt alle gemeinsam einen Horrorfilm und machen auf Happy Family. Was denn? Wieso bist du denn so wenig begeistert? Wisst ihr, zuerst hatte ich auch einen Riesenschock. Ich habe mich an das Aussehen der beiden gewöhnt. Du übertreibst so. Die kann doch jetzt da so. Serena hat Angst. Serena hat Angst. Ich suche jetzt den schlimmsten Horrorfilm, den ich finden kann. Dann habe ich Angst. Habt ihr Tipps? Schreibt mal bitte alle so Gruselfilm-Tipps in die Kommentare. Die Halloween-Zeit dauert noch und da will ich viel sehen. Nicht mal Suri hat Angst vor Annefrid. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Danke für die Daumen nach oben.